Vom 11. bis zum 15. September wird in der Hansestadt Wismar ein neues Kinder- und Jugendparlament, kurz KiJuPa, gewählt. Im Zuge dessen waren Vertreterinnen und Vertreter des KiJuPa am 6. Juli auf dem Pausenhof der Ostseeschule in Wismar unterwegs. Diese stellten sich den Fragen der Kinder rund um die Themen Politik und klärten über das KiJuPa auf. Julia Marie Dörn unterstützt das KiJuPa seit einem Jahr ehrenamtlich. Für sie ist die Arbeit des Parlaments wichtig. Weil wir uns sozusagen dafür einsetzen, dass Spielplätze oder so renoviert werden oder allgemein, dass es mehr Möglichkeiten für Kinder und Jugendliche gibt, etwas in der Freizeit zu machen. Und halt auch, dass sie von den Politikern und so beachtet werden. Das Kinder- und Jugendparlament wird für 2 Jahre gewählt. Jugendliche aus Wismar zwischen 9 und 19 Jahren können sich zur Wahl stellen lassen.